Dresdner Prominente lesen täglich Adventsgeschichten. Der literarische Kalender vom Sozietätstheater und dem Dresdner Barockviertel. Ich lese von Rainer Maria Rilke das Christkind und wünsche viel Vergnügen. Gestorben stand in gleichgültigen, brutalen, feucht leuchtenden Lettern in dem dicken, grünen Krankenhausbuch. In derselben Zeile war zu lesen: 11. Stock, Zimmer 12, Nummer 78. Horvath Elisabeth, Försterstochter, 9 Jahre alt. Der frühe Februarabend sah wie mit rot geweinten Büßeraugen müd und mürrisch in das Zimmer 12. Die grau-weißen Wände der Krankenstube schienen in dem gleichfarbenen Dämmer zu zerfließen und das schwarze Holzkreuz schwebte frei in der Luft. Die Eisenbetten waren in verschwommenen Umrissen sichtbar. Die dämmerige Atmosphäre lag wie ein Bann auf den Kindern, deren je zwei ein Lager teilten. Irgendwo in dunkler Ecke weinte eines trostlos und leise, ein anderes erzählte mit weicher, vorsichtiger Stimme, als ob es am Bett der kranken Mutter säße. Und ein kleines Mädchen, dem Fenster zunächst, hockte aufrecht in den Kissen, die Arme um die aufgestemmten Knie geschlungen. Sein Profil und die rundliche Schulter hoben sich scharf als Silhouette ab von dem blassgrauen Fenster. Und die karbolsatte Luft war so dicht, dass es schien, als prallten die schüchternen Laute des plaudernden Mädchens an ihr ab. Und nur das versteckte Weinen aus der dunklen Ecke bohrte sich mit spitzen Tönen in das Dämmer. So ist es im Wald, an den Nebelnachmittagen des Frühherbstes. Die Stimmen aus Bach und Kraut versickern in dem Dunstmeer. Und nur das Wimmern windgequälter Gipfel zittert durch den einsamen Tann. Jetzt trat die wartende Schwester zärtlichen Schrittes in die Stube ein. Sie entzündete die Gasflamme, die, hinter grünem Zeug versteckt, an der Mittelwand des Zimmers angebracht war. Das mondscheinfarbene Licht flutete weich wie eine an flachem Sande landende Welle durch den Raum und beleuchtete fast gleichmäßig die 5 Eisenbetten. Die Schwester aber schob den Vorhang ein wenig beiseite. Ungehemmt, mit rücksichtsloser Gewalt brach das grelle, rote Licht hervor. Eines von den mattschwarzen Wandtäfelchen war jetzt voll beschienen. Es trug die Nummer 78. Das Bett darunter war zerwühlt und leer. Die Schwester trat hinzu, entfernte die Linnen und glättete die Matratzen. Die Kinder
waren alle verstummt. Sie folgten jeder Bewegung der Schwester mit geblendeten, lichtscheuen Blicken. Sogar die Kleine in der Ecke weinte nicht mehr. Sie saß aufrecht, den Kopf in beide Fäustchen gepresst. Und unter der schneeweißen Stirnbinde glühten ihre Augen, groß wie eine einzige dunkle Frage. Die Wärterin warf ihr die Puppe, die sie im verlassenen Lager gefunden, in den Schoß. Das Kind zuckte nur leicht zusammen und rührte das Spielzeug nicht an. Als starrte es in eine grelle, vernichtende Flamme, sprühte in seinen Fieberaugen ein unsteter, flackernder Widerschein auf. Und in unbestimmten Bangen verkroch sich das Kind, das das Bett mit ihm teilte, unter die Decke. Da wandte sich die Kleine beim Fenster und ihre Stimme war wie ein Sonntagslied. Ist die Betty jetzt ein Engel? Die Schwester nickte und lächelte und breitete mit ihren weißen Händen die hellblaue Hülldecke über das leere Bett. Der Tod ist ein Nummerwechsel. Die kleine Elisabeth lag jetzt drunten in der Kammer, deren weiße Außenwände sie oft vom Fenster aus gesehen hatte. Sie war kleiner geworden und brauchte mit ihren abgefrorenen Füßchen wenig Raum in dem schlichten Holzbett, an dem schon die neue Nummer angeheftet war. Die Nummer der Grube da draußen. Die war schon bereit, aber sie gähnte nicht schwarz wie der Rachen eines Untiers. Die hereinbrechende Nacht begann, ein schimmerweißes Schneelinnen hineinzuweben, sodass der Platz nett und verlockend aussah, wie das Bettchen reicher Kinder. Und die kleine Betty in der stillen Kammer lag so ruhig und getrost da, als wüsste sie das. Die wachsweißen Händchen hielten, wie spielend, ein kleines Holzkreuz. Das Haar sonnte wie ein Heiligenschein aus der Spitzenwolke des Sterbekissens. Und um die dünnen, blassen Lippen blühte ein wehmütiges Lächeln. So schlingt sich ein Kranz Immortellen um ein vergilbtes Gebetsbuchblatt. Verzeihen Sie. Ich habe noch eine Geschichte an. Das wird noch lustig. Lächelte sie, weil sie schon die liebe Mutter gesehen hatte, die sie nun seit 4 Jahren beim lieben Gott erwartete? War die kleine Seele schon auf jungen, schimmerweißen Falterflügeln durch die grauen Nebel an lauter lächelnden Sternen vorbei in die ewige Heimat geflogen? Flatterte sie schon über die weite Milchstraße, wo so viele fleißige Engel sitzen, die immer neue Sterne blasen, wie die Kinder auf der Erde Seifenkugeln? War sie vielleicht gar schon nahe beim lieben Gott, der einen großen, silbernen Bart haben musste und eine große, leuchtende Krone? Dorthin dürfen doch reine Seelen. Und Narben gehen ja nicht durch bis auf die Seele, nicht wahr? Sie kriechen nur über das kleine, tote Körperchen wie rote, giftige Raupen. Und wenn es der liebe Gott befiehlt, dass die kleine Elisabeth mit diesem Körperchen angetan vor ihm erscheinen sollte, so werden die Wunden daran sicher schon heil sein. Und man wird selbst im Himmel, wo es doch so sehr hell ist, nicht einmal einen roten Strich mehr sehen. Und das ist gut. Denn der liebe Gott und die gute Mutter, sie sollen nicht wissen, dass die Stiefmutter die kleine Betty blutig geschlagen hat. Und dass sie es nie erfahren, das betete wohl auch die Kleine mit den blassen, gefalteten Händchen und den stillen, toten Lippen in der dunklen Leiche. Seliger Weihnachtstag, da die Kleinen mit vor Ungeduld trippelnden Beinchen und leuchtenden Augen an den verschlossenen Türen lauschen.
hinter